Ja, ich melde mich heute aus dem Koblenzer Stadtteil Mosel-Weiß. Die Anwohner sind hier immer noch schockiert und verärgert und das zu Recht. Bislang unbekannte Täter haben hier am Wochenende ihr Unwesen getrieben, haben Mauern, Bäume, Sitzbänke und sogar eine Motorhaube von einem Auto mit roten Hakenkreuzen versehen. Die Anwohner haben es, sofern es möglich war, am Wochenende schon einiges davon wieder übermalt oder versucht zu entfernen. Teilweise müssen hier aber auch noch Sitzbänke abmontiert werden oder wurden schon abmontiert, damit diese neu lackiert werden können. Zu meiner Rechten ist die Grundschule Mosel-Weiß und auch hier sind die Schüler zu Recht verärgert. Bereits im März hatte man hier an den Bäumen nämlich Schmierereien gefunden und diese gemeinsam mit den Stadtgärtnern und einer kleinen Kunstaktion mit Bildern von den Viertklässlern übermalt und knapp einen Monat später haben wir das gleiche Spiel schon wieder. Für das Koblenzer Urgestein Manfred Knifke sind Aufnahmen wie diese einfach unbegreiflich. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das eine Frechheit. Ich finde alle Schmierereien eine Frechheit, aber besonders habe ich mir deine Hakenkreuze. Und vor allen Dingen gehe ich mal davon aus, dass das von dummen Rutzbacken gemacht wird, die von Tude und Blase keine Ahnung haben, die gar nicht genau wissen, was das alles bedeutet hat oder von irgendwelchen Leuten aufgestarrt wäre. Einmal macht man das nicht mit einer Hakenkreuze und zweitens, man tut man überhaupt nicht die Sauerei auf die Wände sprühen und den Leuten das Auto versauen, die Häuser versauen, so ein schönes Spazierweg versauen. Und vor allem deine Kinder schon, die da ohne die schönen Bilder gemacht haben, dann auch noch die Bilder da zusprühen und das alles. Ich finde, das ist eine große Sauerei. Und das gehört sich nicht und es wäre gut, wenn sie die Kerle, die das gemacht haben, die Jungen oder Mädchen, wenn sie die an der Box kriegen. Und auch der Blick in die sozialen Netzwerke zeigt, das hat nichts mit Mosel-Weiß zu tun. Das sind nicht die Werte, die hier vermittelt werden sollen. Ja, so viel momentan hier aus Koblenz, Mosel-Weiß. Ich hoffe, dass sich diese Aktion nie wieder wiederholt. Mosel-Weiß bleibt bunt. Und ja, großes Lob von mir noch an die Anwohner, die hier super schnell reagiert haben, das Geschmiere übermalt und beseitigt haben, so gut es geht. Und ich hoffe, dass ich mich dann demnächst mit schöneren Themen hier aus Mosel-Weiß melden darf.